Hallo? Ja, hallo, grüß Gott. Herr Schandep, richtig? Ja, der ist bei Telefon. Guten Tag. Super, Martin Giovanni ist am Apparat. Wer bitte? Ich melde mich, Martin Giovanni. Ja. Ja, ich melde mich von Blumenstock. Können Sie uns zuordnen? Ein was bitte? Zuordnen, können Sie uns zuordnen? Ich habe den Also ich Namen melde von mich Firma nicht verstanden. Blumenstock. Stock? Genau, Blumenstock. Ja, kenne ich nicht, nein. Okay, dann ich helfe Ihnen auf Schwinge gerne. Ja. Also, spricht Online-Handel, Online-Trading ganz genau. Oh, Die Trading, ja. Forex, genau. Ich wollte kurz mal fragen, haben Sie schon Erfahrungen in diesem Bereich? Kennen Sie sich mit Online-Handel? Nein, gar nicht. Ich wollte mal bei Internet ein bisschen gucken, aber ich habe den nicht verstanden machen. Was kann man da machen? Ach so. Okay, haben Sie einen Computer vor sich? Ich kann Ihnen gerne die Webseite zeigen. Ja, ich bin gerade bei Computer. Okay. Kann ich mich da bitte zu unserer Webseite? Falls Sie bereit sind, sagen Sie mir bitte Bescheid. Ja, bereit. Okay. Also, Sie haben da www. www. Wer Ja. schreit denn da im Hintergrund so? Das ist ganz laut. Warum der so schreien? Also, unsere Experte Der ist was? hier. Deswegen, das hat eine Kunde. Die Zecke? Experte. Der ist Ein Experte ist er. Schrei-Experte, okay. Ist der ein Schreiraupe? Der ist frisch. Oh mein Gott. Okay, Ja, der ist, www. aber ist, ja, www.bertha, Berta? L wie Ludwig, Ludwig? Udo, Udo? Martha, Marta? Anton, Anton? Nordpol, Ja? Siegfried, Ja? Theodor, Theodor? Otto, Otto? Cesar, Ja? Konrad, Ja? .com, also Blumenstock.com. Sehr seltsamer Name. Okay, mal gucken. Get Ja, more also from schauen your Sie. trading, alright. Ja, dann sagen Sie mir bitte, was sehen Sie ganz genau? Computer, Smartphone und Ge Tablet, genau, das ist das, genau. Also sehen Sie Ihr Register. Login und Register oben. Register? Ich will Ja. Ihnen, ja genau, ich will Ihnen sagen, erstmal, wie kann man ein Konto erstellen. Es ist unverbindlich und kostenlos. Hier sind Festname, Last Name, Ja. E-Mail-Adresse und so weiter, ne? Do you want to do this in Ja. English, my friend? Das ist auf Englisch, aber die Seite ist in Bearbeitung, ne? Right, so you do you speak English, madam? Nee, ich kann kein Englisch, Oh, aber okay. ich hab ein Kollege, kann Sie gerne anrufen, der kann gut Englisch. Wenn Sie mit Nein, uns, das ist wenn Sie ja wollen. kein Problem. Ich kann hier Deutsch reden. Ich dachte nur, seid Okay. Englisch, Mitarbeiter Ja. Englisch, Englisch reden, right? Ne, ja, weil die Seite ist in Bearbeitung, aber es Ja. ist auch nach einer Woche auf Deutsch. Du, Dann, Sie können. bei meiner Firma wir Englischkurse machen. Will du, soll ich dir Training geben? Wie bitte? Auf Ma Deutsch? ja, meine Firma macht Englischunterricht. Möchtest du Ach so. teilnehmen? Dann Sie können auch auf Englisch machen, wie Sie möchten. Nein, du, möchtest du Englisch-Training haben? Meine Firma Englisch-Training machen. Also, ich kann kein Englisch leider. Ja, möchtest du Englisch bei mir lernen? Fragezeichen. Ach so, das wäre schön. Ja, soll ich dir E-Mail nachher geben? Da kannst du Anmeldung machen. Das ist alles bei Homeoffice, right, wegen Corona. Okay, machen wir das, ist kein Problem. Ja, 12 Wochen, Machen dann wir kriegst du Zertifikat und dann kannst du erste gute Grundkenntnung. Und dann kann man später. weitergucken. Wenn du hast du gute englische Zunge, dann können wir dich richtig fertig machen für englische Sprachmarket. Ich habe auch Interesse, ist kein Problem. Ja, Aber okay, was kannst du für was machen Sie Sprache auch? sprechen? Also Deutsch, Ja? Italienisch, Italienisch, okay. genau. Gut. So, und jetzt sage mir, kann man bei deinen Internetseite, ich will Dogecoin kaufen. Hast du Dogecoin bei deiner Seite? Wir haben Bitcoins, Ja, Litecoin, Dogecoin will ich Ethereum. kaufen. Wie? Dogecoin gibt es bei uns nicht. Dogecoin, keine Weil Dogecoin? Warum keine Dogecoin bei deine geben? wir haben mit diesen Instrumenten, also wir handeln mit diesen Instrumenten wie Forex, Krypto, Rohstoffe, Ja, aber Doge ist Krypto. Kryptowährungen. Ist beste Krypto im Moment bei Bitcoin, right? Ist Dogecoin ist auch sehr, sehr gut Ding. Gut. Ja.
Wir haben Ethereum. Elysium? Ethereum. Hast du Elysium? Ethereum. Ja, die Frage ist, hast du auch Elysium? Bencho. Wie bitte? Guck mal, Dogecoin heute schon wieder viel mehr Geld wert geworden. Warum du keine Dogecoin haben? Wenn mit Sie Bitcoin können kann man auch damit auch, Dogecoin kaufen. Sie können damit auch bei uns handeln, ist kein Problem. Aber warum denn? Bei uns können Sie mit Top Geliste 50 Kryptowährungen handeln. Ja, welche? Können Sie gelesen machen? Die Top 50 bei der Weltbörse. Ja. Ja, Dann genau. also dann doch Dogecoin, weil Dogecoin ist, lass mich gucken, ich habe gerade gucken bei 3 Minuten. Genau. Nummer 10. Dogecoin Genau, Nummer 10. Deutschcoin. Right. Genau. Und das will ich haben, weil das sehr Der gut hat wäre. nur heute, der hat nur heute 4% gemacht. Ja, aber die ganzen Tage davor 70, 80, 90, von daher, man kann hier nicht immer Genau. ganz schnell wachsen. Genau, richtig. Wie viel Dogecoin kann ich bei dir kaufen? Wie viele hast du da? Also, deswegen, ich bitte Sie, Geld zur Verfügung. Was? Nimm mal die Tastatur aus dem Mund. Wie viel Geld zur Verfügung haben? Das kommt darauf an, was kannst du anbieten. Ich wollte mit So viel 20.000 können Sie. Dogecoin haben. Wie viel brauchen Sie? Für 20.000 wollte ich Investment machen. Für Firma. Eine Sekunde, ich überprüfe jetzt kurz. Was für ein Paket haben Sie ja für sich? Ich überprüfe kurz mal. Ja. Gerade mal rechnen. Das ist gerade bei 63 Cent. Das habe ich für Sie, ja. Habe ich schon? Also doch Dogecoin? Genau. Soll ich gerade mal Wie sieht gucken. Investment? Wie viel kosten mit dem Rabatt? 1200 Euro. Right, 20.000, nee, warum? Ich wollte für 20.000 Euro wollte ich Dogecoin kaufen. Für 20.000 Euro möchten Sie das? Ja, Dogecoin sehr gut und bei Tesla, der immer Dogecoin bei Twitter schreiben, das wird ganz bestimmt noch viel, viel Geld bringen und da muss ich einmal gut Investing machen und wenn Preis wieder hochgehen, dann Geld wiederholen und dann, weil wir müssen bei Firma, müssen wir Auto kaufen, muss Geld haben. Genau. Right. Deswegen habe ich gemeint, dass Sie 20.000 Deutschcoin kaufen, aber Sie müssen 20.000 Euro. Jetzt habe ich das verstanden. Dogecoin für 20.000 Europa. Okay? Genau. Gut, Okay. gut. Ich verbinde Sie jetzt sofort weiter. Ja? Ja, okay. Und Vielen dann Dank. werden Sie das alles jetzt hinkriegen, gemeinsam. Ist kein Wunder. Problem, mit den Experten. Wundergut, wie heißt der Experte? Okay, jetzt ich verbinde Sie mit denen. Wie heißt Sie können der? mit den Herrn David Roth. David Roth aus Israel Da melden Sie sich bestimmt. in ein paar Sekunden. Okay. Jetzt bekommen Sie einen Anruf. Okay? Ja, danke schon. Okay, ich lege auf. Jetzt bekommen Sie einen Anruf sofort von unserem Right. Experten. Ja, okay. Okay, ich lege das Ganze auf. Ja, bis gleich, ja? Okay, bis gleich. Tschüss. Bin ich fertig, ruft gleich den. Hallo? Ja? Ich spreche jetzt gerade mit dem Herrn Bakiran Dirokan. Habe ich Bandiran das die richtig Rokan, ausgesprochen? ja, sehr gut, sehr gut. Bankiran Dirokan. Bandiran die Rokan, ja. Indischer Name. Okay, ich grüße Sie. Ja, ich grüße Sie. David Roth am Apparat. Da, der Herr Roth, ja. bin der Senior Advisor im Hause Blumenstock. Ich grüße Sie. Ja, seien Sie So. gegrüßt. Bedanke mich. Oder auf Indisch wird es Namaste heißen, oder? Namaste, right. Namaste, right. Okay. Also, Herr Bank, wir wurden jetzt gerade verbunden von unserem Mitarbeiter, der Herr Giovanni. Ja, das ist ein kleiner Italiener, richtig? Genau, Oh, sehr, dass sehr ich netter nicht bin. junger Mann, sehr netter junger Mann. Ja, auf jeden Fall, das ist ja schon so. Da haben Sie recht. Da haben Sie mal Interesse gerade
um ein Investment zu tätigen bei der Dogecoin. Ja, Dogecoin. Finde den Dogecoin, total klasse, Dogecoin, weil ja. Das vor den ja schon ganz lange bei Market kommen und jetzt das wegen dem Musk, right, so groß Prozente kriegen und jetzt will ich ein bisschen Geld abschöpfen, right? Ja, ja, verstehe Sie voll und ganz. Da haben Sie buchstäblich die beste Ideologie, die man haben kann heutzutage. Da sind Sie richtig orientiert. Und ja, sehr wichtig, Herr Bankiran Dirokhan, ist, dass Sie jetzt gerade auch bei der richtigen Stelle sind. Ja? Sie bekommen ja von uns noch einen Bonus von 100% und außerdem auch bekommen Sie noch einen kostenlosen Broker, der das Ganze mit Sie zusammen verwalten kann. Und auch eine Schulung dazu, damit Sie das selber auch ein bisschen hinkriegen und besser verstehen. Genau. So eine Manager für Account, right? Genau, richtig. Oh, richtig. Normalerweise kostet er extra Geld, aber den bekommen Sie jetzt kostenlos von uns. Warum Firma Monat. Alle Sachen verschenken? 100% schenken, ja. Broking schenken, alle viele Geld kosten. Weil wir in letzter Zeit alle bemerkt haben, dass die Kunden Konsequenzen spüren wegen der Corona-Krise seit letztes Jahr. Ja, das ist richtig. Und wir wurden ja gezwungen. Nee, keiner hat gesagt, dass wir Geld verschenken. Sondern das bekommen Sie als Bonus von uns, damit Sie damit traden können. Oh. Verstehen Sie mich? Ja. Genau. Das ist sehr freundlich. Also, so muss es ja auch uns sein. Wir möchten unseren Kundenkreis erweitern. Wir möchten mehr Kunden gewinnen. Deswegen müssen wir auf jeden Fall für unsere Kunden etwas Neues und Schönes auch mal als Möglichkeit geben, oder? Ja, sehr gute Karma. Sehr gute Karma. So muss es ja sein. Ja. Also, Folgendes. Da brauchen wir jetzt bei unserer Plattform ein Konto zu erstellen und dieses Konto dann auch zu aktivieren. Mit eben, wie Sie gemeint haben, die Investments bei der Dogecoin. Und dann wird das Ganze soweit bereit sein für das Anfang. Wie Sie selber gesehen haben, was mit der Dogecoin passiert in letzter Zeit, da sage ich Ihnen ganz offen und ehrlich, wir dürfen ja keine zusätzliche Minute mehr verpassen, Herr Bankiran Dirokhan, sondern wir sollen ja schon zusammenkommen und damit ja anfangen. Richtig. Ich wollte schon vor ein paar Tagen, wurde noch bei 2 oder 3 Cent gewesen. Da wollte ich machen, aber ich bei Internet ich nicht finden, was, wie kann man machen, wie kann man kaufen und bei Firma viele Probleme. Okay. Und jetzt schon bei 6 Cent, right? Also, ich habe schon viel Geld verloren. Genau. Deswegen ja, verstehe ich voll und ganz. Deswegen ja, jetzt, wie gesagt, sind Sie auf der richtigen Stelle. Bei uns haben Sie die Möglichkeit, direkt mit der Dogecoin zu handeln. Ist ja klar. Also, sind Sie jetzt gerade vor einem Computer, Herr Bankiran Dirokhan? Ja, ich sitze, warte, du kannst es schon lieb zu mir sagen. Muss du nicht immer deinen Zunge kaputt machen mit meinem Nachnamen? Nee, das ist kein Problem. Das ist für mich sogar eine Vergnügung, ne? Sehr gut, sehr gut. Wie dein Thomas Roth? Nee, David Roth. David Roth. Bist du von Israel, mein Bruder? Mein Vater war ein Jude, aber nicht aus Israel, sondern aus London. Ja, aber guck mal, war ich gut mit den Namen. Weißt du, ich kenne sehr viele Namen, weißt du, wo das herkommen, hinkommen. Mm-hmm. Das ist sehr gut. Die immer gut mit Geld David, umgehen. David ist mein Name, nicht Jakob. David Roth. Okay, sehr gut, sehr gut. So ist es. Okay. Da machen Sie jetzt ein neues Fenster auf. Ich buchstabiere die Webseite. Soll Fenster oder haben Sie die aufmachen? Webseite schon von den Herren bekommen? Genau, auf Ihrem Browser. Achso, ich dachte, ich soll meine Fenster aufmachen. Ich wollte gerade sagen, meine Jacke ist sehr kalt draußen, warum soll ich meine Fenster aufmachen? Das war gut, Respekt. Da haben Sie mich zu lachen gebracht. Nee, bitte nicht Fenster aufmachen und bitte nicht vom Fenster rausschmeißen. Nein. Wenn du wie dann einen Tag gucken, Dogecoin so teuer geworden, am liebsten Telefon und Computer bei Fenster rauswerfen, aber dann kann ich ja auch nicht mehr einkaufen. Ja, ne, aber wir haben auch als Firma gar nichts davon. Also wir versuchen und möchten, dass Sie Geld gewinnen und nicht Geld verlieren. Ja, und wir haben nur etwas, wenn Sie gewonnen haben, aber nichts, wenn Sie verloren haben. Okay, vergessen Sie es nicht. Okay, und wie denn Firma Geld machen? Was muss ich, ein Membership-Fee bezahlen oder wie geht denn? Gebührkosten haben Sie pro Trade, pro Handel. Die Gebührkosten, die günstigsten sind 0,3% und die teuersten sind 0,6%. Ah, okay. Also wenn ich dann 10 Dogecoin kaufen, dann ist das ein Trade oder ist jeder Dogecoin ein Trading?
Wiederholen Sie Ihre Frage jetzt wieder, bitte. Du hattest gesagt, bei Kosten ist für Trading, right? Ja. Pro Trade, pro Handel. Ja, ja, und jetzt. Und das wird automatisch abgezogen von den Gewinnen, sobald die Position geschlossen wird. Ja, jetzt warte doch mal. Und was ist, wenn, sage mir mal, ich kaufe 10 Dogecoin. Sind 10 Dogecoin ein Trade oder ist jeder Dogecoin eine einzelne Trade? Es kommt drauf an, was für Order Sie machen. Wenn Sie 10 Stück kaufen, dann ist das ein Order, dann ist das eine Position. Gut, gut, okay, okay. Dann sehr viele Dogecoin haben. Wie viele Dogecoin deine Company haben? Wie bitte? Wie viele Dogecoin deine Company haben? Eine Sekunde, ich schau mal jetzt nach. Einmal bei Lager gucken, sag, right? Auf jeden Fall, ich schau jetzt gerade und ich sag Ihnen ganz genau. Ich entschuldige mich. Das ist in Ordnung. Wie bitte? Alle Ordnung. Ah, alles in Ordnung. Okay. Ja, natürlich. Ich bin auch gekältet. Vielleicht muss ich Husten, vielleicht muss ich Niesung machen, aber keine Corona, keine Problem. Okay. Also wir haben zur Verfügung gerade 1,5 Millionen Dogecoin. Okay. Ich glaube, so viel kann man doch nicht kaufen. Also für meinen. Wollte ein paar wollte genau, 1 Million und 500.000 Dogecoin. Das macht auf momentale Kurs 90.000 Euro. Also wir haben momentan Dogecoins sofort bereit zu kaufen bei einem Wert von 90.000 Euro. Okay, so viel wollte ich dann durch. Wollte mit 20er anfangen. Okay, super. Abgemacht. Also, Herr Bankiradi Rokan, öffnen Sie jetzt ein neues Fenster auf Ihrem Browser. Name immer besser sagen, sehr gut, sehr gut. Immer wieder besser, oder? Okay. Ja, Fenster offen, aber nicht Internet. Ja, Internetfenster bitte. Ja, ja. Müssen Sie auch machen. Okay. Okay. Tell me. Jetzt haben Sie an der Adresseleiste ganz oben. Ja, natürlich. Bitte jetzt www. Ja. Ich buchstabiere das Ganze jetzt weiter. B wie Bertha. Ja. L wie Ludwig. Ach, das hatten wir schon. Entschuldigung, da waren wir. Ich habe die Seite doch hier auf schon offen. Ach so, okay. Was sehen Sie da ganz genau? Da ist ein Computing, eine Laptop und ein Smartphoning. We get more from your trading. Richtig. Und jetzt da ganz oben rechts haben Sie einen Knopf Register. Ja. Klicken Sie mal drauf. Ja. Was sehen Sie jetzt da? Da ist Registerform. Wie bitte? Registerform für Registratur machen. Genau. Bitte, wenn Sie bei Passwort kommen, sagen Sie mir Bescheid. Ich muss Ihnen eine wichtige Information mitteilen. Ja. Wie lange Sie heute arbeiten? Also, wir haben eigentlich keine bestimmte Uhrzeiten. Sie wissen ja schon, wie die Börse ist. Das ist ja auf jeden Fall sehr stressig. Manchmal bis 19 Uhr, wie normalerweise. Manchmal auf jeden Fall auch bis 22 Uhr. Kommt drauf an. Heute, wie es bei mir aussehen wird, weiß ich noch nicht, ehrlich gesagt. Das Kalending 81. Ich musste gerade überlegen, wann habe ich Geburtstag. Entschuldigen Sie. Okay. Falls Sie Ihren Ausweis dabei haben, schauen Sie mal kurz nach. Ja, ich habe. Weißt du, bei der Seite ist denn mit Deutschen, weil ich kenne das von den Englischen. Da ist den anderen. Da fängt dann an mit dem Jahr und dann kommt den anderen. Und bei Deutschland ist er andersrum. Aha, nee. Hier müssen Sie folgendes: Tag, Schrägstrich. Monat-Jahrgang eingeben, wenn Sie das manuell machen. Oder Sie können das bei der Kalender selber auswählen. So, okay. Wie es Ihnen lieber ist. Habe ich einen Promo-Code, right? Genau, eine Sekunde. Ich würde den Promo-Code auch für Sie rauswischen. Aber erstens, sind Sie überhaupt jetzt bei Passwort? Ja.
sehr wichtig, bevor wir jetzt über Passwort reden. Bei Phone Number, da oben, da müssen Sie Ihre Nummer eingeben, aber ohne Null am Anfang. Wenn ich weiß, ich mache International Business, ich weiß, wie man eine Telefonnummer schreibt. Genau, danke. Direkt von der 1 und so weiter. Ja, genau. Ja, genau. Geburtsdatum haben Sie mit Schrägstriche, Tag, Schrägstrich, Monat, Schrägstrich, Jahrgang. Ne? Right. Okay, und jetzt kommt ja Passwort. Passwort muss Kombination sein von nur Buchstaben und Nummern. Also keine Symbole, Sonderzeichen oder irgendwelche Umlauts, sondern ganz normale Buchstaben und Nummern. Aber wenn ich da keine Fragezeichen, Ausrufezeichen, Punkte und Smiley reinmache, dann ist das nicht sehr sicher. Schauen Sie, wenn Sie Smileys und so weiter reinmachen, dann heißt es auch nicht, dass es dann unbedingt sicher ist. Also wenn jemand vorhat, was zu machen, dann wird er das auf jeden Fall machen, auch mit Smileys. Aber dafür brauchen Sie sich gar keine Sorgen machen. Wir haben auf jeden Fall ein System, der mit einer sehr hohen Sicherheitsstufe ist. Ja, mit welcher? Genau. Welche Stufe? Welche Stufe? Wie heißt den Stufen? Also wir haben, ich kann ruhig ja sagen, ein System mit der höchsten Sicherheitsstufe. Wie das System ganz genau heißt und so weiter, fragen Sie mich, weil ich kein IT bin. Aber das müssen die Ihnen ja doch sagen. Ich bin ein Finanzexpert. Weil mein Company macht Computer Security und wenn das ein gutes System und Sie mir Name sagen, dann weiß ich, gutes System und da kann man vertraut machen. Ah, so verstehe ich. Okay, dann Sie kennen sich besser damit aus als ich. Ja, darum wollte ich fragen. Wie gesagt, ja, ich bin kein IT, kenne mich damit ja nicht aus, ehrlich gesagt, ja. Deswegen ja, wie gesagt, es soll ja eine Kombination sein. Große, kleine Buchstaben, das spielt keine Rolle. Aber Hauptsache, es müssen Buchstaben und Nummern, Ziffern sein. Zum Beispiel Ihre Nachname und irgendeine Gott. Nummer. Verstehen aber Sie, du, du kannst ja niemals deinen Namen als Passwort nehmen. Das kannst du nicht machen. Ich habe das als auch, Beispiel nur gegeben. Da kannst gegeben. Du auch gleich Passwort reinschreiben. Das kannst du nicht sowas machen. Das habe ich als Beispiel nur gesagt. Gut. Da darfst du keine Kunde, die werden auflegen, die werden nichts sagen. Okay. Nein, Sie brauchen mir auf jeden Fall nicht Ihr Passwort sagen. Ich habe Ihnen das nur als Beispiel gesagt. Ne? Ja, ja. Also, Buchstaben und Nummern. Ja, und dann kann müssen man Sie machen. Unten das. Genau. Dann müssen Sie das unten wieder eingeben beim Confirm-Passwort. Ja, schon passieren, ich schon gemacht. Okay. Okay. Trading-Plattform MT4, das bleibt so, wie es ist. Was heißt der Broker wird Ihnen alle. Das ist der Software, mit welcher gehandelt wird. Der Broker wird Ihnen alle Möglichkeiten zeigen, und Sie werden sich dann für die beste entscheiden, die für Ihnen bestens passt. Ne? Deswegen jetzt lassen Sie das so, wie es ist, MT4. Dann kommt Account Currency, das ist auf Euro, automatisch schon. Und jetzt kommen wir auf Promo-Code. Promo-Code ist für Sie. Stopp, kann ich das bei Dollar machen? Weil mein Company genau, auch mit Dollar arbeitet. Genau, dann klicken Sie auf Dollar. Dann. Gut. Haben Sie das auf Dollar jetzt? Das ist bei Dollar, right. Okay, sehr gut. Jetzt kommt Promo-Code. Bei Promo-Code geben Sie bitte Folgendes ein. Ich habe jetzt hier einen Code hier. Also ganz einfach Nummer 20. Nummer 20? Genau, der Promocode lautet 2020. 20, okay. Genau, 20. Gut, dann Terms and Conditions. Jetzt eine kurze Kontrolle. First Name, Last Name, E-Mail, Country, Phone Number, Date of Birth. Alles passt soweit und Promocode ist 20. Ja. Ja, jetzt können Sie ganz unten auf Open Live Account klicken. Ja, muss erst bei Terms and Conditions reingucken. Kann du mit mir gucken? Okay, wenn Sie möchten, können Sie es ruhig machen. Das ist ja sehr viel. Da haben Sie auf jeden Fall genug zu lesen, ja. Ja, ich sehr gerne lesen. Okay. Oh. Da haben Sie drinnen gar nichts Besonderes. Da sind ja normal diese Hinweise, die bei jeder Plattform gibt und so weiter. Ne, hier steht, wenn ich meine Geld wieder habe, muss ich ein Formular ausfüllen, unterschreiben und bei Sie schicken. Bei allen anderen kann ich eine Klicke machen, habe meine Geld wieder. Dieses Formular ist, schauen Sie Folgendes. Also, Sie können ja bei uns jederzeit eine Auszahlung tätigen. Ne? Verstehen Sie, was ich meine? Ja, hier steht aber was anderes. Wie meinen Sie das? Sagen Sie mir ganz genau, über was Sie hier gerade reden. Withdraw funds from your account will require to fill, sign, scan and send the company a duly signed withdrawal form and all requested document. We will not commence the withdrawal process without it.
That's very difficult, right? Every time I want to get the money, I have to make paper war, right? Just a second. Mutual funds from your accounts will require you to say, ah, so, das meinen Sie. Okay, right. Verstehe ich jetzt. Schauen Sie, eine Sekunde. Das werde ich Ihnen sofort auch zeigen, sobald wir jetzt dieses Konto aktivieren. Da können Sie mit buchstäblich zwei Mausklicks einen Auszahlungsauftrag auffordern. Ne? Und dann, das ist ja eine ganz normale Formular, der einfach mal nur wegen dem Procedure da drauf ist. Dann müssen Sie einfach mal nur unterschreiben, dass Sie einverstanden sind, selbstverständlich diese Auszahlung zu tätigen. Wissen Sie, aus welchem Grund das so ist? Das ist aus diesem Grund nur, um Sie zu schützen. Ne? Damit dann, wie vorhin wir gesagt haben, zum Beispiel nicht, dass irgendjemand andere eine Auszahlung für Sie gemacht hat. Ne? Okay. Genau. Sehr gut. Weil wir müssen ja... Wenn Sie dann das unterschreiben, dann wissen wir zu 100%, dass Sie diese Auszahlung selber getätigt haben. Verstehen? Ja, dann musst du aber vorher noch ein Bild kriegen von meiner Unterschrift, dass du weißt, wie sieht denn aus. Oder? Weil sonst wie meinen Sie das? Ich habe es jetzt akustisch nicht verstanden. Ja, weil du musst ich ein Bild machen von Form mit Unterschreiben, aber dann muss ich dir ja vorher ein Bild schicken von meiner Unterschreiben, damit deine Firma wissen, wie meine Unterschreiben aussieht. Nee. Sonst bringt er doch gar nichts. Nee, schauen Sie. Also, ja, Unterschrift auf jeden Fall, Sie können uns das schicken, selbstverständlich, damit wir es wissen, wie es aussieht, ne? Ist ja klar. Aber, damit wir auf jeden Fall dann wissen, dass Sie diese Auszahlung gemacht haben, dann werden wir das auf jeden Fall wissen, wenn wir schon im Gespräch sind zum Beispiel. Ja. Und Sie den ersten Auszahlung getätigt haben. Dann wissen wir das ganz genau, dass Sie sind. Dann haben wir Ihren Unterschied und ab diesem Moment wissen wir und kennen wir schon Ihren Unterschied. Verstehen Sie? Gut. Ansonsten selbstverständlich, um Ihre Sicherheit, Sie können uns ja ein Bild von Ihrem Unterschied auch uns schicken, damit wir es im Voraus wissen. Ist ja klar. Das ist sehr wichtig. Wie bitte? Ich sage, den ist sehr wichtig, wegen der Dogecoin. Das ist... Genau. Und jetzt sage mir, bei deiner Company, habt ihr Gutcoin? Ich habe es jetzt akustisch nicht mitbekommen. Gibt bei Company Gutcoin. Wie heißt der Coin noch einmal? Goat. Ziege. Goat. Gutcoin. Gutcoin. Das ist eine neue Coin von Indien, weil Indien das Ziege sehr heilige Tieren. Und die sagen, okay, genau. Gib dir Dogecoin, wir jetzt Gutcoin machen. Heute okay. Ich bin ja von Indien und dann will ich auch Gutcoin haben. Weil wir müssen Kapital am Markt verdienen, weil wir brauchen ein Solarpanel bei Ziegenstall drauf machen. Verstehe ich. Der Gutcoin ist nicht dabei, weil Das noch nicht gelistet ist. Ist zu neu. Es ist noch nicht gelistet offiziell. Okay, weil ganz neu wahrscheinlich, right? Ja. Alle gut, meine Brüder? Okay, jetzt sieht's besser aus. Musst du was trinken, ne? Oh, auch möchtest du mit mir eine indische Raki trinken? Ein indische was? Raki. Was ist das? Das ist ein Alkoholik von Kuh von die Milch, right? Das habe ich nie probiert. Wollen wir teilen? Das ist kein Problem. Ich werde es gerne probieren. Wenn Sie meinen, dass es gut ist, dann okay. Das ist sehr gut. Ich kann es probieren. Ich schon zwei Flaschen heute trinken, weil heute indische Feiertag von Heilige Kuh. Heute? Ja. Okay. Dann machen wir das. Gar kein Thema. Right. Zum Wohl. Prost. Na zdrowie. Zum Wohl. Oh. Das ist sehr gut. Aber meinst du, wie lange dauert, wenn eine Coin neu beim Market, das kann man das kaufen? Wie lange brauchen? Für was? Gutcoin? Gutcoin. Goat. Ah, der Goatcoin. Gutcoin. Wenn jetzt bei einer Woche das von Indien kommen, wie lange brauchen, das kann man bei Internet kaufen? Es kommt drauf an, wann der gelistet wird. Ja, wie lange? Damit der gelistet wird... Ja, damit er gelistet wird, der muss ja auf jeden Fall ein paar welche Stufen von Anerkennung schaffen. In welcher Stufe ganz genau der Goldcoin ist, weiß ich nicht. Nicht auch nicht, darum wollte ich fragen. Weil Sie aus Indien sind? Ja. Und Sie gemeint haben, dass Sie das wegen Solarpaneele brauchen? Ja. Vielleicht Sie wissen ja ganz genau besser.
Ja, wo der gerade liegt. Niediger bei Trading nichts groß, ich nicht wissen, ob da nur mit der Dogecoin, Bitcoin und andere Coin jetzt gut Coin kaufen. Mhm. Gut. Okay. Aber wenn das auf jeden Fall. Aber wenn Gutcoin und dann dieses wie heißt denn Approval bekommen, dann kann man auch bei deiner Firma Company Gutcoin kaufen, right? Wenn der soweit ist, dann auf jeden Fall schon, ja. Sehr gut, sehr gut. Weil ich will nicht drei, vier Firmen nehmen, ich will eine Firma, eine gute Firma und dann mit gleicher Firma Business machen. Okay, sehr gut. Weil du bei uns bei Indien, wenn ein junger Mann kommt bei deinem Ziegefarm und sagt, er will da arbeiten, und dann der seine ganze Leben eigentlich da arbeiten, sei denn der Ziege schlagen oder Geld stellen. Und ich will immer so machen. Eine Firma für Schuhen, eine Firma für Hose und eine Firma für Trading. Und nicht immer neue Firma okay. suchen. Okay, sehr gut. Right. Right. Okay. You speak the English very well, right? My English is not the best one. Okay. Because the other colleague say he can't speak English. I offered him the English lesson. My company does English lesson as well. Okay. My English is not the best one, but yes, I'm trying, no? Yeah, you're clearly trying, but your English is not the yellow from the egg, right? Not what? Not the yellow from the egg. From the egg? Yeah, the egg. Did you mean? In Germany no, we no, say... No, no, no. I'm grown up with the German language, not with the English language. Right, okay. But in German we would say, mein Englisch ist nicht das Gelbe vom Ei. That's what I was trying to say. Okay, but when you're saying that on English, it's a little bit, huh? You know what I mean? that's very obvious. It's like a joke, right? Yes. Yes, that's why my reaction was like that before. It's alle gut, nur ein bisschen Spaß machen. Weil du, wenn du drei Flaschen Raki trinken, dann hat du gute Laune, da muss man Spaß machen. Absolutely. Absolutely. Okay. Okay. So you read that. Now you can go on Open Life Accounts, the last one down there. Okay. The last button, Open Life Accounts. Did it. Okay. And you wrote the promo code 20, no? I did it. What's the promotion? Okay, that's right. As I said, the bonus from 100% and also the free of charge broker. Okay. Okay, welcome. Welcome to. There's a mistake in the form. It just says welcome to. Normally you would say welcome to company name. Spelling okay, mistake, and right? What do you see? What do you see exactly now there? It says it's the Blumen stock header. Welcome to !! Trading account information noted down. Login account number. Yes, and then password. You have your login username and password, no? Right. That's your login details. They are very important. Okay. You can reach your account just with those login informations. That's why please note them down. I'll take screenshot. I have terrible handwriting. Okay, then do a screenshot. Sag mal, warum reden wir jetzt auf Englisch? Keine Ahnung, Sie haben ja vorhin auf Englisch geredet mit mir. Gut, dann sind wir auf Englisch umgeschichtet. Wir können beide machen, wir können Abwechslung machen. Wir können beide machen, genau. Hauptsache, wir kommen ins Geschäft miteinander. Englisch. Oh. Oder Englisch, genau. Right. Sehr gut. So, und was soll ich jetzt machen? Also, entschuldige mich. Haben Sie einen Screenshot jetzt gemacht? Ja. Okay. Jetzt, da haben Sie unten einen Knopf, ein blauer Knopf steht My Account. Ja. Klicken Sie mal wieder drauf. Okay, laden, loading. Okay, da sind wir. Okay. Ja. Account okay. Detail. Was sehen Sie jetzt da? Account Details. Yes, your account details. You see your account number, account type, base currency, richtig. Balance, equity, free margin. Yeah. Genau, das kann ich sehen. Steht was jetzt alles da? Genau. Also, Konto ist registriert. Jetzt fehlt nur noch der Kontoaktivierung, selbstverständlich mit der gewissen Summe, mit der Investment. Also,
Da haben Sie gemeint, ja, dass Sie bereit sind, ne Investment ja zu tätigen bei der Dogecoin auf eine Summe von, wie viel war das noch einmal? 20.000. Okay, okay. Also, die 20.000 Euro, haben Sie da auf eine Bankkonto gerade? Wie sieht's aus, oder? Credit Card. Auf Credit Card? Ja. Okay, verstehe ich. Folgendes. Leider Gottes auf der, mit der Kreditkarte so einen großen Betrag, selbstverständlich aus Sicherheitsgründen, können Sie nicht einzahlen. Okay. Weil wenn ich bei wenn ich bei Frankreich und Russia Sachen kaufe, nie ein Problem gewesen. Ich kann ganz Europa Sachen kaufen für Company bis 200.000-300.000 Euro, habe nie ein Problem gehabt zu bezahlen. Stimmt. Das weiß ich ja, da gebe ich ja vollkommen recht. Ja, geht's jetzt gerade also um Kontoaktivierung, um Investment. Und deswegen ja aus Sicherheitsgründen, damit das nicht zu irgendwelche Kartenmissbrauch kommt und so weiter. Katzen? Weil da draußen gibt's ja Kartenmissbrauch, Kartenmissbrauch. Karte? Karte, Kartenmissbrauch, ne? Kreditkarte, Kartenmissbrauch. Okay. Genau, ist das Ganze so weit gemacht, dass es nur mit einer Überweisung gehen kann, ne? Auch, okay. Klassische Überweisung. Keine Problem, dann genau. Nehme ich Account von Firma, hätte keine Problem. Okay. Haben Sie ja mal Online-Banking auf diese Accounts? Ja, muss ich aber noch bei Company Computer, das ist jetzt Privatcomputer, wo ich jetzt gerade gucken. Okay, okay, okay. Und wo sind Sie gerade? Auf Ihrer Company oder zu Hause? Bei Homeoffice. Homeoffice, okay. Ja. Und haben Sie jetzt diese Company Computer, wo Sie den Online-Banking erreichen können oder eben nicht? Ja, ja, das Laptop kann ich schon aufmachen. Muss nur noch ankommen. Also verstehe ich. Okay, no. Okay. So, ich kann Ihnen jetzt diese Bankverbindung schicken, ja. Wohin Sie diese Überweisung tätigen sollen mit Online-Banking. Ja. Sagen Sie mir nur, wie möchten Sie es haben? Möchten Sie es auf E-Mail bekommen oder auf WhatsApp? Nein, E-Mail. E-Mail. E-Mail, okay. Eine Sekunde. Ja. Warum da also ich habe hier eine E-Mail-Adresse. Ich habe hier eine E-Mail-Adresse, die Ota mit 2T, Ota Zucht Tota Bach at gmail.com. Ja, wir Ota Zügden bei Company. Das ist ja Ihre E-Mail-Adresse, ne? Ja, ja, das ist mein Company E-Mail-Adresse. Also mein personal E-Mail-Adresse, but for Company. Okay, okay, I get it. Ich werde Ihnen jetzt mal den E-Mail senden. In der Zwischenzeit. Haben Sie Ihren Laptop da vorbereitet? Wie sieht's ja, aus? Ja, das ist ein sehr guter Laptop von 5D Marketing. Da kann man sofort anfangen. Okay. Jetzt erstens müssen wir nur, wie gesagt, der Kontoaktivierung machen, beziehungsweise den Investment vorbereiten. Ist da Party nur bei deiner Office? Wie meinen Sie das? Weil so laut Musik bei hinten. Das nicht gut. Ja, ein bisschen ja auf jeden Fall Stimmung dabei zu haben, ne? Ja, damit, warum Stimmung? Das ist Arbeit. Da kann ich ja bei meinem Ziegestall auch keine Musik ja, anmachen. Verständlich. Die Leute einschlafen. Aber ja, wenn wir aber hier auf jeden Fall dann eine schöne Musik haben, dann ist das Gegenteil. Die Leute werden ja nicht einschlafen und außerdem, es bringt auf jeden Fall eine positive Energie. Ja, aber doch nichts für den Kunden, wenn du immer so schreckliche Musik bei Hintergrund hören. Dann musst du Telefon nehmen, bei Wand werfen. Nee, schrecklich ist das auf jeden Fall nicht. Doch. Kann sein, dass sie ein bisschen erfindlich sind. Das mag kann, ja sein. Kannst du für mich indische Musik anmachen? Wie bitte? Kannst du bei indische Musik anmachen? Hallo? Ich höre Sie. Ja? Kann du bitte indisch Musik anmachen? Weil diese Musik, das beleidigte meinen heiligen Kuh. Und du mir auslachen? Okay, ich will. Ja, ja, ich verstehe, okay. So. Hat du gerade den Spaß auf Seite? Band schon, hat du gerade die heilige Kuh gelacht?
Spaß auf Seite, folgendes. Den Heidegger-Kult ist eine sehr echte Angelegenheit, ja? Okay, Spaß auf Seite. Also, da haben wir auf jeden Fall nicht viel zu verlieren. Deswegen, falls Sie einfach mal Lust daran haben, Zeit zu verlieren, dann lassen wir es lieber, ne? Warum Zeit verlieren? Wie Dogecoin Geld verdienen? Ja. Es hängt, das hängt ja aber nicht von ab, von der Musik und, ja, von anderen Sachen, die sie erwähnt haben. Weil du, wenn eine Kunde sich wohlfühlen und dann Kunde kaufen, wenn Kunde nicht wohlfühlen, Kunde nicht kaufen oder nicht so viel kaufen, das lernt man bei erster Lehrjahr Einzelhandel, right? Ja. Also. Ja, du wolltest eine E-Mail schicken. Wann E-Mail kommen? Spaß auf Seite. Wenn Sie seriös sind daran, dann machen wir es weiter. Wenn nicht, dann beende wir das hier. Ja, wenn du meine Geld nicht haben, dann bringe ich meine Geld woanders. Keine Problem. Ich habe aber das Eindruck nicht, dass Sie seriös sind. Das was? Ich habe hier das Eindruck nicht, dass Sie seriös genug sind. Warum nicht? Weil Sie über Musik und heilige Kuh reden. Ich bin eine Inder und den heilige Kuh in meinem Leben. Ich habe es jetzt akustisch nicht mitbekommen. Ich bin eine Inder, den heilige Kuh ist mein Leben. Habe ich verstanden. Gut. Nicht auch nicht deine Religion lustig machen, oder? So ist es, okay. Hat mich dann gefreut. Bitte. Scheiß Telefonbetrüger. Ah, fuck, da, scheiße, er hat dann nicht mehr gehört.